wollte Künstler werden, weil ich Themen bearbeiten wollte, die ich für sehr wichtig fand, die für mich zunächst einmal eine gewisse Faszination ausüben, die aber darüber hinaus eine gesellschaftliche Relevanz haben. Und wie ich dann zu meinem Ort gekommen bin, war eine ganz einfache Geschichte. Ich war 2002 auf einer süditalienischen Insel, die heißt Pantelleria. Die ist nicht ganz so bekannt, die wurde dann etwas bekannter, als Madonna dort Fahrrad gefahren ist. Und das ist der relativ südlichste, ist nicht der südlichste Ort Lampedusa, sondern wesentlich südlicher in Europa, aber es ist der nächste Ort Europas zur afrikanischen Küste. Das sind von der tunesischen Küste 80 Kilometer und mir ist das immer ein bisschen langweilig am Strand und ich fliege da nicht gern rum, sondern ich muss mich immer bewegen und bin dann früher immer diese Felsküsten entlang geklettert und habe dann ganz zufällig in einer kleinen Bucht zu einem Koffer gefunden mit diversen Kleiderresten und so Überbleibseln. Und es war offensichtlich, dass er nicht angeschwemmt wurde und es war offensichtlich, dass er frisch war. Und mich hat das sehr verwundert und ich konnte mir keinen richtigen Reim drauf machen, was denn das soll. Das Thema Flucht übers Meer war mir damals besonders nicht bekannt. Und ich habe dann etwas nachrecherchiert, habe dann noch in der Nähe des Hafens von Pantelleria noch mehrere solche Koffer gefunden in den nächsten Tagen. Und habe mich dann bei den Leuten erkundigt. Wir haben damals von einem Fischer ein Haus gemietet, der immer am Meer war und der hat dann Geschichten erzählt, dass halt immer wieder Flüchtlinge in der Nacht kommen und dass es ihnen gesetzlich verboten ist, ihnen zu helfen und er das aber immer wieder macht und sie dann an Land bringt. Und ich habe das dann mal nachrecherchiert, ich konnte nicht glauben, dass es gesetzlich verboten sein kann, Menschen vor dem Ertrinken zu retten, aber das war damals wirklich noch so. Und dann habe ich begonnen, in einer Serie, mit der ich damals gerade gearbeitet habe, mein erstes Bild zu diesem Thema Flüchtling zu machen. Das war 2002. Und mir hat das aber dann keine Ruhe gelassen und habe dann von etwa 2005 bis 2011 immer wieder zwei-, dreimal im Jahr diese Küsten abgeklappert. In Sizilien, wieder in Pantelleria, mehrfach auf Lampedusa, Linosa und so diese Gegenden. Und ich bin da immer kilometerlang diese Küsten entlang marschiert so, und war so auf der Spurensuche nach irgendwelchen Resten und habe natürlich dann viele, viele Dinge gefunden. In erster Linie natürlich, woran man nicht denkt, ist, es sind nicht nur Menschen, die da kommen, sondern die Menschen kommen ja auf Booten. Und wenn man die Menge der Boote sieht, die da überbleiben, dann wird einem halbwegs bewusst, wie viele Menschen das ungefähr sein müssen. Weil die Menschen waren damals noch nicht so sichtbar wie heute. Und ich gerade auf Lampedusa gibt es sogar einen eigenen Bootsfriedhof, der von der Mafia übrigens verwaltet wird. Und dort sieht man dann, dass es hunderte Boote sind, die zerstört werden und so weiter. Und ich habe dann beschlossen, eine größere Arbeit daraus zu machen. Ich nannte sie Mare Morto. Mare Morto ist ein Doppelbegriff. Es heißt so viel wie das tote Meer, das todbringende Meer. Weil ich das Gefühl hatte, dass dieses ganze südliche Mittelmeer von Leichen durchwachsen ist und damals hat man so Zahlen kolportiert von etwa 3500 Toten in diesem Bereich zwischen Sizilien und Afrika. Inwieweit die Zahlen wirklich glaubwürdig und relevant und überprüfbar sind, ist schwer zu sagen, aber zumindest wurden sie halbwegs seriös zu errechnen. Das ist das eine. Und das zweite ist, es gibt im Osten von Lampedusa, eine kleine Bucht, die heißt Mare Morto. Da hinten sehen Sie auch diese Schilder hin. Ich habe dann die Schilder so manipuliert als Logo, dass sozusagen Mare Morto überall sein kann und habe dann einen dreiteiligen Zyklus gemacht. Der erste Teil ist Mare Morto, das sind diese 33 Arbeiten, die Sie hier sehen. Das sind diese zerstörten Boote. Das geht von allen möglichen Details bis richtigen Müllansammlungen. Ein zweiter Bereich ist, ich habe ihn Refugees genannt, das sind Fundstücke, die am Strand zu finden waren, das sind irgendwelche Kleiderreste, die abgelegt wurden, teilweise die noch im Boden sind, bis hin zu Handschuhen von Exekutivbeamten und so weiter. Und ein dritter Teil, das ist dieser Bereich, den Sie hier sehen, ich habe ihn Stranded genannt, das sind Boote, die übrig geblieben sind. Und das ist ja so, dass dieses Boot ja dann eigentlich keinen Eigentümer mehr hat, sondern die Leute haben sie einfach genommen. Man hat zwar gesagt, sie werden versteigert, was natürlich bedingt nur wahr ist. Sie wurden schlichtweg gestohlen, Motoren wurden oft weiterverkauft, manche wurden recycelt als Touristenboote, also Boote, in denen zuerst die Menschen gestorben sind, haben dann die halbnackten Touristen getanzt.
Und da sieht man immer wieder so Situationen, wo Leute diese Boote ans Land holen und versuchen zu renovieren und da aber auch nicht fertig werden. Und dieser Zyklus von der Umsetzung, Sie sehen es ja schon, das sind so Dongi, eigentlich Rundbilder. Das ist in der bildenden Kunst eigentlich nicht übel. Die bildende Kunst ist wie alle Bilder rechteckig. Und das hat sich so eingebürgert, wobei natürlich die Wahrnehmung des menschlichen Auges nicht rechteckig ist, sondern sie ist etwa oval. Das heißt, das runde Bild ist ein Bild, das quasi kein Ende hat und entspricht natürlich der Physiognomie des Menschen wesentlich mehr als dieses rechteckige Bild, um das wir gewohnt sind. Ich habe es auch deswegen rund gemacht, weil der Blick durch ein Bullauge eines Bootes ist meistens auch rund. Der Blick durch ein Fernrohr, mit einem, wenn man etwas Nahes oder was Interessantes nahe holt, ist auch ein runder Bildausschnitt. Und im Original sehen die ungefähr so aus. Das sind also Aluminiumrahmen mit hinter 8 mm Acrylglas aufgedruckten Fotos, die eigentlich Dokumentarfotos sind, die nur aufgrund des Ausschnittes leicht manipuliert sind. Und die Bilder sind auch zusätzlich mit LEDs beleuchtet. Das heißt, man kann sie als klassische Aufsichtsbilder sehen, aber auch als LED-Leuchtkästen. Und deswegen, weil sozusagen der Blick vom Süden nach Norden auf dieses leuchtende Europa, in diese leuchtende Zukunft, das war, was für viele Flüchtlinge dann relevant war. Ich bin sehr froh, dass diese Arbeit jetzt wieder aufgenommen wird. Sie können sich vorstellen, dass im Kunstbereich das nicht ganz so beliebt war. Ich habe diese Arbeiten relativ selten ausgestellt. Ich war damals der Meinung, meine erste Ausstellung wird in meiner Mailänder Galerie stattfinden. Das hat leider nicht geklappt, weil mein Galerist gesagt hat, er findet die Arbeit ganz großartig, formal, von der Umsetzung inhaltlich alles bestens, aber er kann sie nicht zeigen. Weil seine Sammler in der Lombardei sind natürlich alle reiche Leute im Wesentlichen, die alle konservativ sind, die mehr oder weniger alle dem Lager Berlusconi angehören und die wollen nicht etwas sehen, wogegen sie prinzipiell sind. Und das ist natürlich eine Thematik, die man in der Kunst öfter hat, wenn man mit denen arbeitet, die nicht ganz so mehrheitsfähig sind. Und da war es halt auch so. Und dann bin ich froh, wenn das jetzt im Kontext dieses Monats, das Sie hier machen zum Thema Flüchtlinge, zumindest im Ansatz gezeigt wird. Es gibt auch ein umfangreiches Buch. Und wer Geld sparen will oder auch Papier sparen will, der kann von meiner Homepage fast alle meine Bücher und natürlich auch das kostenlos downloaden. Dieter-Huber.com. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.